Welches Team zieht als letztes ins Sachsenpokal-Halbfinale ein und darf weiterhin vom DFB-Pokal träumen? Das entscheidet sich heute zwischen den Kickers 94 aus Markkleeberg und dem FSV Zwickau. Der Drittligist ist natürlich der klare Favorit, möchten endlich den Sachsenpokal gewinnen. Die Gäste standen ja schon fünfmal im Finale, verloren zuletzt 2019 gegen Rekordgewinner Chemnitz. Die Gastgeber wollen sich heute an einem Pokalmärchen versuchen, warfen ja schon in der ersten Runde den Regionalligisten Auerbach aus dem Pokal. Die wissen also, wie es geht gegen formal bessere Teams. Zwickau in Rot hat aber die erste Chance. Gomez probiert es mit dem schwächeren Linken. Da hat nicht viel gefehlt beim Schuss des 20-jährigen Amerikaners. Und die Schwäne wollen hier gar keine Hoffnungen auf eine Sensation aufkommen lassen. Dominieren von Beginn an. Es ist Gomez und der schiebt ihn nochmal ganz uneigennützig rüber zu Wilms. Das 0:1 nach einer Viertelstunde durch Dustin Wilms. Der 22-Jährige momentan in Torlaune, traf am letzten Wochenende schon gegen Mannheim und will da gleich weitermachen, wo er aufgehört hat. Das hatten sich die Kickers natürlich anders vorgestellt, bemühen sich aber direkt um eine Antwort auf den frühen Rückstand. Es geht über links, weitergeleitet auf Ziem. Schöner Haken und dann probiert er es mal. Jedoch kein Problem für Brinkis im FSV-Tor. Wachgerüttelt von dieser Chance will der 12. der dritten Liga direkt nachlegen. Gut durchkombiniert. Feiner Pass auf Lokoc, kurze Drehung und dann rein ins Glück. Das 0:2 durch Lars Lokoc 8 Minuten später. Erledigt das hier in feinster Mittelstürmermanier mit der Drehung um die eigene Achse und dem trockenen Abschluss. Auch schon sein zweites Tor im Sachsenpokal in dieser Saison. Und die Schwäne haben jetzt Blut geleckt, wollen die Vorentscheidung. Über Umwege kommt das Spielgerät zu Hilsner, hat die Übersicht für Starke und der lässt sich nicht zweimal bitten. 0:3, 60 Sekunden später. Das geht jetzt viel zu einfach für die Gäste aus Zwickau. Starke bleibt ganz cool und lässt Braunsdorf keine Chance. Die Kickers sind jetzt Dauerdruck ausgesetzt, denn die FSVler haben richtig Bock zu kicken. Gomez probiert es selbst und dann kommt der Ball nochmal zu Starke. Dem rutscht das Ding jedoch über den Schlappen. Keine Gefahr für Braunsdorf. Kurz vor der Halbzeit wagt sich der Drittligist nochmal vors Kickersgehäuse. Schöne Kombination zwischen Schikora, Hilsner und Starke. Schikora bekommt das Spielgerät nochmal und wird dann gelegt von Öxner. Klares Foul und damit Elfmeter für den FSV. Das ist eine Sache für Hilsner und der erledigt die Aufgabe auch mustergültig. Guckt Braunsdorf aus, 0:4 nach 45 Minuten. Damit müsste der Drops hier gelutscht sein. Das wäre schon ein wirkliches Pokalwunder, wenn die Kickers hier nochmal zurückkommen würden. Damit geht es dann auch in die Halbzeit, die mitgereisten FSV-Fans natürlich in bester Laune bei dieser Pausenführung. Und die zweiten 45 Minuten beginnen so, wie die letzten aufgehört haben. Zwickaus, Koskun schickt die Pille einfach mal Richtung Strafraum und dann wird es auf einmal ganz gefährlich bei dieser Bananenflanke. Glück für die Markkleeberger. Die Zwickauer haben aber noch nicht genug. Wollen noch einen draufsetzen. Schnell nach vorne kombiniert nach diesem Abstoß. Und am Ende veredelt Starke diesen Spielzug. 0:5 Doppelpack für Starke. Und damit sind jetzt auf alle Fälle jede Hoffnungen der Kickers auf ein Wunder erloschen. Mehr passiert dann auch nicht in diesem Pokalviertelfinale. Zwickau wird der Favoritenrolle gerecht. Markkleeberg hielt aber teilweise gut dagegen und gab sich nicht auf. Wir sind natürlich mit dem Ziel reingegangen, also auf jeden Fall das Spiel nicht abzuschenken vorher, da ich, wie gesagt, das ist ein Pflichtspiel, auch wenn das ein Drittligist ist. Wir hatten ein bisschen gehofft, dass sie uns unterschätzen, ein paar Prozente weniger machen und wir in einer guten Tagesform den Abstand vielleicht ein bisschen geringer halten. Aber man muss sagen, einfach Zwickau hat das sehr professionell gemacht, war sehr effektiv vorm Tor und hat die Sache dann einfach relativ früh entschieden. Also es war natürlich für uns eine herausragende Pokalrunde und wofür wir einfach dann auch den Schwung mitnehmen wollen für die Punktspiele. Für uns geht es noch um sehr viel. Im Halbfinale trifft der FSV dann auf die BSG Chemie aus Leipzig. Davor geht es am Sonntag aber erstmal in der dritten Liga weiter gegen Havelse. Die Kickers treffen am Samstag in der Oberliga auf Mark Ranstedt.